das tödlichste Tier Deutschlands, die Zecke. Aus gegebenem Anlass, der Jahreszeit entsprechend, zumindest bei mir, ich weiß natürlich nicht, wann du das Video guckst, geht es heute um die Zecke, die allgemeinen Infos dazu, wie man sich ein bisschen schützen kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Moin Moin, mein Name ist Alvo in einer schrecklichen Farbkombination Hängematte im Wald. Schön, dass du bei diesem kleinen Video dabei bist. Heute dreht sich alles ganz um die Zecke. Das ist natürlich infobezogen. Bei meiner letzten Bushcraft-Tour habe ich es erwähnt und auch gezeigt, dass ich Samwise mehr als 4 Zecken aus dem Fell gezogen habe. Und das sind nur die, die ich ihm noch im Wald rausgezogen habe. Also da geht es schon ordentlich ab. Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie das denn so mit mir persönlich ist. Also wie ich mich vor Zecken schützen kann und was da überhaupt genau die Gefahren sind. Und von diesem kleinen Wissen, was ich mir ein bisschen angeeignet habe über die Jahre, kannst du natürlich jetzt profitieren. Wir schauen uns erstmal ein bisschen im groben Überblick an, was denn überhaupt so Zecken sind, ne? Was so die kleinen Besonderheiten sind. Und dann gucken wir uns genau an, wie man sich physisch schützen kann, also mit Hand sozusagen. Und einmal, was so für Mittel da am besten wirken. Zecken sind natürlich parasitäre Wesen, das heißt, sie nähren sich vom Blut von Menschen, Tieren etc. Das werden die meisten von euch noch wissen, dass sie 8 Beine haben und 2 kleine Saugrüssel vorne und natürlich meiner Meinung nach extrem widerlich einfach aussehen, besonders wenn sie vollgesogen sind. Dass es das gefährlichste Tier Deutschland ist, das kommt nicht von mir, sondern von der Parasitologin, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Ute Markenstedt von der Universität Hockenheim hat sie einmal so genannt in einem öffentlichen Interview. Und das stimmt halt einfach im Prinzip ja, aber auch nur so halb, weil natürlich tötet die Zecke dich nicht selber, aber sie ist halt ein riesiger Krankheitsüberträger. Und daran sterben dann halt die meisten Menschen. Das heißt, natürlich ist es das gefährlichste Tier im Prinzip. Aber es bringt ja die Leute auch nicht direkt um. Die 2 häufigsten Krankheiten, die übertragen werden, sind natürlich die Lyme-Borreliose und das FSME, was ich nicht mehr merken kann als Wort, wie das genau ausgesprochen wird. Deshalb muss ich es ganz kurz ablesen. Die Frühsommer-Meningoencephalitis. Das war falsch. Ich spüre förmlich, während ich das sage, wie das falsch war, aber ich weiß auch nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Mit diesen Krankheiten bestückt werden die Zecken schon bei teilweise 8 Grad aktiv, was ich auch nicht wusste. Ich dachte, die brauchen schon so 20 Grad. Mit dem Hund habe ich das jetzt doller gemerkt, weil als Mensch habe ich praktisch fast nie Zecken, worauf wir im Schutzteil zu sprechen kommen, weil ich mache da was automatisch richtig, weil ich habe selbst im Dezember Zecken vom Hund abgesammelt, wenn es mal so 8 Grad draußen war. Also die können echt in Tiefschlaf fallen und bei 8 Grad einfach wieder aufstehen. Es gab mal das alberne Gerücht, dass sich Zecken ja von Ästen runterschmeißen. Das ist natürlich Quatsch, das wissen mittlerweile auch die meisten von euch. Sie halten sich natürlich in hohen Gräsern etc. auf und lassen sich sozusagen einfach abstreifen, fallen auf Feldtiere wie Katzen oder hier den kleinen Samwise vorne, haften sich da an. Und dann geht das ab auf Menschen, springen sie auch über. Meine Freundin hatte letztens mal ein paar. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es am meisten so bei Moos vorkommt. Ja? Also meiner Meinung nach kommen Zecken am meisten so in Moosregionen vor. Zum Beispiel auf alten Baumstämmen, wenn die bemoost sind, wenn man sich da drauf sitzt, dann fängt man sich gerne mal Zecken ein. Und auch wenn ich mit Samwise irgendwo an einem Fluss lang gehe oder so, wo ein bisschen mehr Moos ist, da habe ich das Gefühl, hat er auch am meisten danach im Fell an Zecken. Natürlich auch im hohen Gras, aber ich habe das Gefühl, bei Moos noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht sind eure Erfahrungen da ja ähnlich. Die beiden Krankheiten FSME und Lyme-Borreliose sind natürlich nur 2 der 50 möglichen Krankheiten, soweit ich Bescheid weiß, die übertragen werden können. Es sind auch die 2 bekanntesten Krankheiten. Viel mehr kann ich euch überhaupt nicht nennen. Und das Ding ist, gegen Lyme-Borreliose kann man sich nicht impfen. Man kann aber mit Antibiotika davor gehen und gegen FSME kann man sich impfen, das kann man aber später nicht mehr behandeln. Das heißt, bei FSME ist bei mir, weil das letzte Mal bin ich bei der Armee geimpft worden und das ist jetzt bald fast 10 Jahre her, muss ich mich bald mal wieder impfen lassen. Meine Freundin drängt mich schon immer darauf, auch gegen Tetanus mich impfen zu lassen. Ne? Klassiker auch für Leute, die draußen unterwegs sind, die gerne mal auf Lost Places unterwegs sind. Rostige Nägel ist da ein Stichwort. Ich streite mich so ein bisschen davor, weil ich will ehrlich mit euch sein, ich habe etwas Angst vor Spritzen. Das geht auf eine alte Kindheitserfahrung zurück.
Aber da werde ich dann wohl demnächst mal wieder durch müssen. Das ist dann einfach so. Und gerade natürlich auch in Bezug auf Zecken ist das einfach eine gute Sache, sich da impfen zu lassen. Das sollte man dann schon tun. Zecken allgemein und natürlich damit auch die übertragenden Krankheiten, die diese Zecken mit sich bringen, nehmen zu in den letzten Jahren. Das kann man so festhalten. Und das hat zwei hauptsächliche Gründe. Der eine Grund ist die stetig steigende Durchschnittstemperatur, die in den letzten 4 Jahren wirklich doll gestiegen ist, im Vergleich natürlich doll gestiegen ist. Gerade im letzten Sommer haben wir das sogar in Norddeutschland mal gemerkt, weil sogar wir hatten einen Sommer und auch jetzt geht es gerade wieder ordentlich los. Und Zecken lieben es nun mal, wenn es schön warm ist und wenn es auch im Winter nicht zu kalt wird. Deshalb hatte ich ja gerade schon erzählt, mein Hund hatte dann im Dezember eine Zecke. Tja, da war es im Dezember halt mal kurz zwischendurch über 8 Grad, beziehungsweise im Bereich von 8 Grad. Und dann gab es halt Zecken. Der eine Punkt ist also der Klimawandel bzw. die sich erhöhende Durchschnittstemperatur. Ein anderer Punkt ist der Hundetourismus. Das heißt, ich bin ein Teil des Problems sozusagen. Das heißt, dass immer mehr Leute Hunde beim Wandern draußen mitnehmen und auch über Ländergrenzen tragen, ist ein Problem. Dadurch werden die Zecken mit eingeschleppt, verteilt und natürlich auch gefüttert, genährt sozusagen, sodass sich die Population insgesamt deutlich erhöhen kann, sodass wir heutzutage Zecken nicht nur im Wald finden, sondern sogar teilweise in Parkanlagen und Ähnlichem, was früher so nicht der Fall war, zumindest nicht in demselben Ausmaß, wie wir es heute haben. In Norddeutschland ist mir es in Parks noch nicht passiert, aber ich habe schon von Baden-Württemberg und ähnlichen Ländern, Bundesländern gehört, wo das durchaus mal passieren kann. Das waren die Grundinformationen zu Zecken. Ich hoffe, da war was Neues für dich mit dabei, für mich auf jeden Fall schon. Man kann natürlich so ein bisschen verstehen, wie Zecken überhaupt funktionieren und warum diese dämlichen Mistviecher immer mehr vorkommen. Gerade als Hundebesitzer muss man sich da natürlich verstärkt Gedanken drum machen. Aber auch um sich selbst zu schützen als Mensch gibt es einige Tipps, die man befolgen kann. Da unterscheide ich einmal zwischen physischen Mitteln und Gegenständen, die man zum Beispiel benutzen kann. Physische Mittel sind relativ einfach. Dafür muss man sich ja nur bewusst machen, wie dann überhaupt Zecken übertragen werden oder auf den Körper raufkommen. Zecken halten sich, wie gesagt, sehr gerne in hohem Gras auf, aber auch hier so in Laublandschaften halten sie sich gerne auf, in Moos ja meiner Meinung nach auch, weil es dort einfach in der Durchschnittstemperatur ein bisschen wärmer ist, ne? Als es jetzt auf dem Stein zum Beispiel wäre. Das heißt, dort können sie besser leben, besser überwintern, besser sich ausruhen sozusagen. Und diese Gebiete sollte man, wenn man denn kann, meiden. Das ist natürlich für uns Bushcrafter und Outdoorer kein besonders guter Tipp, weil wir wollen natürlich doch querfeldein oftmals gehen. Jetzt nicht unbedingt bei Weitsteckenwanderungen, aber wenn ich hier wie jetzt bei Bushcraft-Touren unterwegs bin, dann gehe ich halt querfeldein und daran hindert mich auch nichts. Dann gibt es aber einen anderen Trick, um sich physisch zu schützen. Hohe, abgeschlossene Kleidung. Ich zum Beispiel habe jetzt hier richtige Wanderbotten an, die weit über den Knöchel noch hochgehen, mit langen Wandersocken und einer Hose, die darüber direkt eng anliegt. Noch besser ist es tatsächlich, wenn man die Hose in die Socken reinsteckt, weil dann haben die Zecken überhaupt keine Möglichkeit, wenn man irgendwo durch Rasen durchgeht, ja, anzupacken. Sie können ja nur an den Stoff ran, sie kommen zum Glück. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, noch muss man sagen, böse Zeckenarten, die es tatsächlich durch Stoff schaffen. Aber alle Zecken, die wir jetzt so kennen, die kommen nicht durch den Stoff. Das heißt, wenn man so hochgeschlossen ist und auch komplett angezogen ist, geschützt ist, dann ist man schon mal gut geschützt. Gleichzeitig kann es auch sehr gut sein, wenn man helle Kleidung trägt, wenn man dann natürlich die Biester, wenn sie auf der Kleidung gelandet sind und versuchen, irgendwo hinzukommen, wo sie gut angreifen können, zu sehen. Denn dort bildet sich natürlich ein Kontrast, ne? Helles Weiß, Beige meinetwegen auch oder auch mal ein helles Grau. Dort sieht man die kleinen bewegenden Punkte natürlich noch besser. Es gibt dabei tatsächlich ein Metermaß, wo gesagt wird, dass Zecken nicht höher klettern, 1,50 ungefähr. Das heißt, wenn man bis 1,50, also ungefähr bis hier, komplett eingekleidet ist, das heißt auch das T-Shirt oder das langärmelige Hemd in die Hose gestopft, dann kann die Zecke im Prinzip nirgendwo richtig Fuß fassen. Oder Zangen fassen. Das heißt, ein kleiner Panzer sozusagen ist natürlich durchaus hilfreich, so wie es im Mittelalterbereich ist, so ist es auch in der modernen Natur. Kommen wir also zu den schützenden Mitteln. Da habe ich mir einen Stiftung Warentest
Warentest rausgesucht und die Stiftung Warentest ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein Mittel gibt, was am meisten hilft. Also ein Stoff in einem Mittel, der am meisten hilft. Das heißt, über alle verschiedenen Mittel, immer wenn dieser Stoff damit drin war, hat das gut gegen Zecken geholfen, beziehungsweise am besten gegen Zecken geholfen. Und dieser Stoff heißt Icaridin. Ist in verschiedensten modernen Mitteln mittlerweile drin. Das heißt, wenn ihr was kauft, womit ihr euch schützen wollt, euch einsprühen, einreiben, ich weiß ja nicht, was es da genau alles gibt, wollt, dann nehmt einfach eins, das mit drin hat. Das heißt, ihr guckt hinten drauf auf die Inhaltsangaben und seht dann, dass Icaridin da drin ist, dann ist es gut. Je höher das Icaridin natürlich vorhanden ist, desto besser. Gleichzeitig, das ist aber etwas, was sehr individuell vom Menschen abhängig ist, kann es helfen, den Geruch vom Menschen an sich ein bisschen abzuändern, sodass Zecken weniger gewillt sind, auf ihn raufzugehen. Zecken haben bestimmte Geruchsstoffe sozusagen, die sie sehr gerne angreifen. Dazu gehört Buttersäure zum Beispiel. Das ist etwas, was bei der Schweißbildung entsteht. Das heißt, wenn man den Menschengeruch an sich verändert, dann gehen Zecken nicht so gerne dahin. Dafür gibt es natürlich verschiedenste Hausmittel. Ja, da schwört jeder so ein bisschen auf was anderes. Es gibt zum Beispiel viele, die sagen, Schwarzkümmel ist das Tollste und Kokosöl ist das Tollste und. Das ist alles richtig, es ist aber auch alles falsch. Denn das ist eine reine Individualfrage von deinem eigenen Körpergeruch. Wir Menschen riechen alle anders und reagieren auch anders auf bestimmte Stoffe. Das heißt, wo bei dem einen Schwarzkümmel sehr gut hilft, ist es bei dem anderen genau das Falsche. Probiert da vielleicht einfach ein bisschen aus, wenn ihr nicht Lust habt, auf chemische Stoffe wie dieses Icaridin zurückzugreifen. Und schluss und letztendlich hilft natürlich gegen Krankheiten, wenn man es kann, einfach impfen. Ne? Einfach kann man sich sagen, natürlich wird man die Biester dadurch nicht los und verhindert nicht, dass sie angreifen sozusagen, aber man verhindert auf jeden Fall, dass es tödlich oder ein schwerer Krankheitsverlauf oder so wird. Natürlich ist es immer eklig, ich mag die Viecher überhaupt nicht auf der Haut haben oder so, weil man hat auch diese ein bisschen Angst und natürlich sind es ja auch Spinntiere und Spinntiere haben immer diese eklige Optik. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Die Zecke, das gefährlichste Tier Deutschland aufgrund der Krankheitsübertragung. Das waren die Hauptinformationen, die man so braucht und ein paar kleine Tipps, wie du dich dagegen schützen kannst. Wenn du selber noch ein paar Anregungen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare, denn darüber würde ich mich wirklich freuen. Hier links und rechts oben findest du weitere Outdoor-Videos. Einfach durchklicken und in der Videobeschreibung alle Infos, die du brauchst. Wenn nicht, Kommentar schreiben, ich antworte. Wir sind alle glücklich. Ich sag doch mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.